Help is on the way. Over and out. Irgendwas hier ist nicht richtig. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Wir reden schon wieder darüber. Können wir uns nicht über was Normales unterhalten? Nein, du willst lieber das machen. Okay, es ist wie beim letzten Mal. Ja? Es heißt Erdnuss, aber es ist keine Nuss. Es ist eine Hülsenfrucht aus derselben Familie wie Erbsen und Bohnen. Ja, ich hab's ja doch beim letzten Mal schon erklärt. Nur weil es Nuss heißt, ist es nicht... Mit dem kann man sich nicht unterhalten. Ganz ehrlich, mit meinem imaginären Dschungelfreund ist eine Diskussion unmöglich, als redest du vor eine Wand. Und ja, ich weiß, ich habe gerade denselben Witz gemacht wie beim letzten Mal, nur in leicht abgewandelter Form. Das wird aber nicht nochmal passieren, weil einmal recyceln ist schlimm genug, nochmal mache ich das nicht. Und damit willkommen zurück hier bei Green Hell, einem Spiel, was mir inzwischen wirklich ans Herz gewachsen ist. Also am Anfang habe ich gedacht, das ist einfach nur schwer, vielleicht teilweise ein bisschen unfair. Und die Story ist jetzt nichts Spezielles, aber ich habe jetzt weitergespielt, ich habe das Spiel verstanden, ich weiß, worum es geht, ich weiß, wie es funktioniert. Und die Story ist, wenn man ein bisschen weiterkommt, wirklich, wirklich interessant, denn wir wissen nicht, was in diesem Dschungel vorgeht, wir wissen nicht, ob ich überhaupt irgendwem vertrauen kann. Also eigentlich nur meiner Frau, weil sonst gibt es hier niemanden. Aber ja, das ist relativ interessant, ich bin voll drin und deswegen würde ich sagen, wir machen weiter. Die aktuelle Mission lautet folgendermaßen, wir haben ja Lambda 2 gefunden, aber es ist keine Wissenschaftslocation, das ist einfach nur ein Steinkreis mit diesem Ayahuasca-Zeug in der Mitte, was ich nochmal trinken muss, um weiterzukommen, weil erst dann geht dieser Stein weg. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber der Felsen blockiert meinen Weg, der geht nur weg, wenn ich das Zeug trinke, deswegen muss ich das herstellen. Wir brauchen diese Lianen. Die wachsen an den höchsten Dschungelbäumen. Ich glaube, das da hinten ist so ein Kandidat. Und dann brauche ich noch diesen Busch mit roten Beeren. Der ist teilweise ein bisschen schwer aufzutreiben. Ich hoffe, ich habe Glück. Da muss ich da wieder hin. Und dann nochmal dieses lustige Zeug trinken. Und dann gucken wir mal, was passiert. Weil jedes Mal, wo ich das bisher getrunken habe, also ein einziges Mal, aber ne, das eine einzige Mal, das war eindrücklich, passiert irgendwas Komisches. Yes, ich glaube, ich habe Glück. Eine Banisteriopsis. Nice. Okay, kein Platz mehr im Rucksack. Jetzt hat's funktioniert. Okay, ich muss das alles ein bisschen nach unten schieben. Weil ansonsten passt das Zeug nicht rein. Ich dachte gerade, das wäre ein Viech. Ich wollte gerade sagen, siehst du mich nicht? Ich dachte, das ist ein Viech, was mir den Rücken zudreht. Das ist ein Baumstamm. Ich sehe schon Dinge, okay? Ich bin viel zu lange in diesem Dschungel. Ich sehe schon Dinge. Ist das der Busch, den ich brauche? Nee. Ich dachte gerade. Okay, rote Beeren, nicht rote Blüten. Der war schon beim ersten Mal ein bisschen blöd aufzutreiben. Da muss man eben ein bisschen Glück haben, dass der spawnt. Oder halt zumindest da spawnt, wo er leicht erreichbar ist. Ist nicht immer gegeben. Aber hey, wenigstens habe ich jetzt schon mal die blöde Liane. Das ist ein Anfang. Bitte, was? So viel Glück kann man doch gar nicht haben. Das Ding ist direkt hinter meinem Lager. So viel Glück kann man doch gar nicht haben. Jetzt habe ich das Zeug dabei. Psychotria. Okay, und das wird auch woanders gelagert. Das heißt... Ich kann das Zeug, was ich gerade habe, fallen lassen, nämlich die Steine hier, weil ich dachte, ich brauche Inventarplatz. Das kann ich wieder mitnehmen. Okay, das war einfach direkt neben meinem Lager. Was? Das war ja fast zu einfach. So, ich gehe zurück zu Lambda 2. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Das hat jetzt ohne ein größeres Problem funktioniert. Keine Jungs, die im Dschungel rumlaufen, keine komischen Viecher, die irgendwas wollen. Einfach eine wunderschöne Wanderung durch den Urwald. So, dann gehe ich dahin. Und das Feuer habe ich beim letzten Mal schon gebaut, meine ich mich erinnern zu können. Ja, das heißt, das muss ich noch anzünden. Und dann kann ich direkt das gute Zeug trinken. Außerdem fliegt mein Feuer. Das ist interessant, ein Levitationsfeuer, habe ich lange nicht mehr gesehen. Handbohrer. Dann, wo ist es? Trockene Blätter. Genau, dann habe ich genug Ausdauer, um das auf jeden Fall hinzukriegen. Und es regnet auch nicht, das heißt, es ist alles gut. Wir haben die bestmöglichen Voraussetzungen. Nice. Okay, perfekt. Ja, hineinstecken. Ich würde sagen, es geht los. So, was erlebe ich dieses Mal? Das sieht so unglaublich lecker aus. Wie gesagt, das ist Omas Urwaldsuppe. Nach Hausmacherrezept. Okay. So, was passiert jetzt? Ja, der schon wieder. Und der Stein ist wieder weg. Guck's dir an. Ich weiß nicht, was Mowgli hier zu bedeuten hat. Aber er steht für meine Freiheit hinzugehen, wo auch immer ich möchte. Deswegen verschwindet auch der Stein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber das hier sind mit Abstand die coolsten Sequenzen in diesem Game. Und wenn es so läuft wie beim letzten Mal, dann kriegen wir auch wieder Hintergrundinfos, was Mia angeht. Das heißt, was sie so macht und was sie gemacht hat und vielleicht wo sie aktuell ist. Das heißt, wir erfahren vielleicht endlich die Wahrheit. Was? Okay. Hier sind einfach nur
unglaublich viele Malereien. Alles klar, jetzt haut das Zeug aber richtig rein. So stark war es beim letzten Mal nicht. Ich glaube, ich habe mich in der Dosis ein bisschen vertan. Und die Zeit ist stehen geblieben. Wunderbar, das ist alles so, wie es sein soll. Und vor mir baut sich ein Weg auf. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das ist alles ganz normal. Komm, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich muss dranbleiben. Denn der Junge hier ist ziemlich schnell unterwegs. Boah, mir wird fast ein bisschen schlecht, ne? Weil dieser Filter das Bild so verzerrt. Sowas mache ich gar nicht. Deswegen stelle ich auch in jedem Spiel, wann immer möglich, Bewegungsunschärfe aus. Sowas kann ich nicht ab. Okay. Natürlich bin ich nicht wirklich gefallen. Alles klar. Da vorne ist eine technische Einrichtung. Sieht aus wie ein Bunker, ne? Was habe ich davon? Nee, das ist ein Krankenhaus. Hier ist der Wartebereich. Und hier ein Zimmer? Keine Ahnung. Automatic Door. Wobei, nee, sieht trotzdem sieht aus wie ein Labor, ne? Was heißt trotzdem? Sieht aus wie ein Labor. Weil ein Krankenhaus, da wird, glaube ich, sowas nicht an der Tür stehen. Wo bin ich? Gleichzeitig habe ich nicht viele Krankenhäuser in meinem Leben von innen gesehen. Das ist, glaube ich, was Gutes. Is this my office? Okay. Mein Office. Wunderbar. Die Funky oder auch Herzblattlilie. Okay, das ist ja, was er so macht, ne? Er katalogisiert Pflanzen. Okay, irgendwelche Pilze, das ist sein Job. Okay, irgendwas mit Schamanen. Irgendwelche Rituale. Das heißt, sie kümmert sich ja um den menschlichen Aspekt dieser ganzen Forschungsreise und er kümmert sich um die Pflanzen. Das heißt, die beiden sind eigentlich das mehr oder weniger perfekte Team. Okay, und dann das. Natürliche Arzneien. In den Höhlen des Dschungels. Okay, er lässt sich in dunklen Höhleneingängen finden. Alles klar, sollte ich darüber schreiben? Ist das vielleicht Foreshadowing, dass ich das irgendwann brauche, diesen Pilz? Möglicherweise. Okay, wer ist mit einer Einführung völlig neue Spezies, hat sie einen Namen. Erforschen, vergleichen, das heißt, das sind seine Notizen für seine Arbeit, für das, was er hier macht. Okay, zum Fenster? Gehe ich zum Fenster? Nein. Was? Ich höre ganz komische Sachen. Ah, nee, ich gehe wieder raus, oder? Nee, ich kann nicht sprinten. Ich soll irgendwas hier finden. Ah doch, vergiss es. Ich soll gehen. Ich kann diese Tür benutzen. Ich dachte, es wäre die Tür, durch die ich reingekommen bin, aber nee, die war an einer anderen Stelle. Ne? Okay, wir machen eine Reise durch meine Vergangenheit. Anscheinend, hier sind Kisten. Ich kann nicht klar sehen. Hier sind anscheinend Kisten ohne Ende. Okay, Umzugskartons. Sind wir umgezogen irgendwann mal? The book was quite good, but people aren't interested in lost tribes. Lass mich raten, das ist der Verleger, die Verlegerin. We don't think about such things until it's too late. Und das ist der falsche Weg, liebe Leute. Okay. Die Geister von Amazonien, von Jake Higgins. Da ist auch der Nachname. Okay, das heißt, das sind keine Umzugskartons, das ist einfach das Buch. 100.000 Mal. Weil es anscheinend gut ist, aber sich nicht verkauft, weil es die Leute nicht interessiert. Ist das die Lektion dieses Spieles? Macht das nicht kaputt, was wir haben. Ist es das, was uns das Spiel beibringen will? Das könnte sein. Das ist das hinten drauf. Okay, erstaunliche Kulturen. Eine Lektion in Sachen Überleben. Hier ist es. Was ist essbar, was nicht? Das muss er jetzt auf die harte Tour lernen. Hier hat er noch drüber geschrieben. Zahlungsaufforderung. Da ist die Zahlung in Höhe von 70.000 US-Dollar in Worten 70.000 für ihr bezogenes Darlehen nicht entrichtet haben, bitte ich Sie hiermit um die Begleichung der genannten Summe innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt dieser Aufforderung. Falls innerhalb des genannten Zeitraums keine Zahlung in voller Höhe eingeht, werden wir Zinsen nehmen und den Fall vor Gericht bringen, wofür Sie ebenfalls die Kosten zu tragen haben. Mit freundlichen Grüßen, M. Kimmack. Okay, das heißt, er hat dafür anscheinend unglaubliche Geldmengen an Krediten aufgenommen. Es hat halt nur nicht funktioniert. Lieber Dr. Higgins, da ich von Ihnen keine Antwort auf meinen letzten Brief erhalten habe, war ich so frei, Ihnen einen weiteren zu schreiben. Wie ich im letzten Schreiben, normalerweise lese ich ja die ganzen Zettel, die man in dem Spiel findet, nicht so wirklich, aber das ist echt storyrelevant, deswegen werde ich das durchlesen. Wie ich im letzten Schreiben bereits erwähnt habe, ist Omolu Corp an mehreren Thesen aus Ihrem Buch interessiert. Genauer gesagt, Sie deuten an, dass die Indios über außergewöhnliche affektive Arzneien verfügen, gehen aber dabei leider nie ins Detail. Ach, die Omolu Corp, lass mich raten, die machen Medizin. Okay, ich kann verstehen, dass Sie dieser Zusammenarbeit zögerlich gegenüberstehen, aber bedenken Sie daran, wie viele Leute Ihre Entdeckung helfen könnte. Okay, wir könnten Patienten retten, die keine Chance haben, nur mit Ihrer Hilfe.
ist Omulu Corporation vielleicht die Firma, die im Dschungel das macht, was wir gefunden haben? Weil da war ja irgendwas mit Experimenten. Vielleicht haben die das getarnt als irgendwie Goldminen und andere Camps, aber haben eigentlich das hier gemacht. Professor Dr. K. Queertech, CEO von Omulu Corporation. Das heißt, die wollten eine Zusammenarbeit mit ihm. Ja. People just don't care. Da ist es. Da ist die Hauptlektion dieses Spiels. No one took an interest in them, unless there was some money to be made. Lass mich raten, die haben irgendwelche Experimente gemacht, von denen ich gar nichts wissen will, aber die ich noch, oder über die ich noch was rausfinden will. Ne? Dr. Higgins, ich habe Ihr Buch gelesen, muss Ihnen mitteilen, wie sehr es mich beschämt. Was? Kein Wissenschaftler, der etwas auf sich hält, würde je so etwas schreiben. Okay, es gibt noch wenige Gemeinschaften auf der Welt, die sich fernab von den sogenannten Vorzügen der Technologie entwickeln und im Einklang mit der Natur leben. Okay, sie haben jetzt Recht dazu, ihre Lebensweisen ungestört zu verfolgen. Ihretwegen haben die Yabawaka, diese Möglichkeit nun verloren. Ah, okay. Das heißt, ich habe das Buch geschrieben. Das ist die Story. Ich habe das Buch geschrieben. Es hat sich anscheinend nicht so gut verkauft. Aber trotzdem habe ich über diese Kulturberichte dieser Leute, jetzt sind Wissenschaftler, Journalisten, Unternehmen in Scharen dahin gerannt, eben auch diese Otemu, diese komische Corporation halt, ist da auch hingegangen und wollte auch was davon haben. Okay, und hier wurde mir vorgeworfen, dass ich sie nur ausnutze, um Ruhm und Reichtum zu erlangen. Okay, ja, es geht um Medizin. Das heißt, die haben irgendwas da gemacht. Lassen Sie ihn in Ruhe. Von mir bekommen Sie keine Grüße. Okay, da ist jemand nicht sonderlich erfreut. Das heißt, alles, was diesem Stamm passiert ist, ist am Ende des Tages meine Schuld. Weil ich darüber geschrieben habe. Aber das hängt ja meine Frau auch mit drin. Weil die war ja auch da. Das heißt, wir sind eigentlich beide schuld. Aber schlussendlich habe ich darüber geschrieben. Es ist doch ein Krankenhaus. Was genau ist passiert? Oh, das ist... Die Story-Sequenzen sind so gut. Why are you here? I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Machen wir diese Expedition, weil wir Geld brauchen? Ist es das, was uns motiviert? Weil sie hat gerade gesagt, ich weiß, was uns dazu gebracht hat, das nochmal zu machen. Magazin. Okay, ein mittelmäßiges Buch für Liebhaber, das ist eine Rezension. Okay, wie können wir sicherstellen, dass alternde Gesellschaften gesund bleiben? Und dann hat er über diesen Stamm geschrieben. Ja, Jake Higgins hat ihn als erster entdeckt und so sagte seine Geheimnisse in Erfahrung gebracht und hat drüber geschrieben. Das war halt echt eine dumme Idee, ne? Und er enthüllt sie nicht. Er redet uns um das Thema herum, versichert uns alle paar Seiten Alpha, welche ungewöhnliche Immunität die aber Wacker doch besitzen. Ja, ich glaube, hätte er es einfach verraten, wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, aber er hat es eben nicht verraten, weil sie ihm wahrscheinlich gesagt haben, hey, du kannst gerne über uns schreiben, verrate es nicht. Was keiner wusste, ist, dass dann alle da hingehen und was davon vom Kuchen abhaben wollen. Oh, ups, das wollte ich nicht, sorry. Das hat es in dem Moment ruiniert. Alle wollen was vom Kuchen abhaben und das ist unsere Schuld. Und jetzt machen wir es wahrscheinlich nochmal, weil wir dringend Geld brauchen, weil sie das Buch nicht verkauft hat, aber trotzdem jetzt alle dahin wollen, also wollen wir auch was davon. Ist das die Geschichte? Ja, alles gut. So, ich gehe wieder zu ihr, weil sie das Einzige ist, was mich hier rausholen kann. I didn't know. Und sie verschwindet einfach wieder. Okay, ein paar Sachen haben sich aufgeklärt, aber noch nicht alles. Was genau ist mit ihr? Und was höre ich? rumglitschende Bäume, das höre ich. Okay, ich bin hier wieder aufgewacht. Meine Stats sind wieder vollständig voll. Das ist nice. Neuer Dialog freigeschaltet. Außerdem ist sie krank. Ach so. Das heißt, das gerade eben war keine Rückblende. Das war wieder was ich rausgefunden habe, was ich eigentlich gar nicht wissen kann. Aber der Dschungel hat mich erleuchtet. Ist das die Story hinter diesem Zeug, was ich trinke? Yeah, I drank another dose of ayahuasca. But why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Yabawaka have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that
temple. Das ist die Story. I would have told you already. Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Okay, jetzt traue ich hier aber. Das klang ernst. Please, Jake. Just keep going. If you can't make it, neither can I. Okay. Not bring this up again until you're safe, okay? Okay. I don't understand any of it. But I know I have to find you. Ja. Let's just focus on that, please. Das klingt wie ein Plan. Okay, jetzt müsste von der Stein weg sein. Das heißt, ich kann jetzt munter voran und dann mal gucken, was hier hinten so ist, im verbrannten Bereich der Karte. Okay, ich glaube, das hier ist nicht mehr wirklich Open World. Das hier ist ziemlich linear, weil ich kann nirgendwo anders hin. Ich muss über diesen Baumstamm laufen. Und dann komme ich erst da hinten wieder raus. Spielen wir jetzt ein lineares Level bis zum Ende. Das fände ich ein bisschen schade. Aber gleichzeitig wäre es abwechslungsreich, ne? Okay, ich bin jetzt hier. Aber ich glaube, hinten geht es wieder auf. Das heißt, ich folge jetzt wahrscheinlich einfach eher dem Weg, der sich... Ja, ist doch gut. Pieps, 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 ist doch gut. Ich folge jetzt wahrscheinlich... Ja, genau, ich folge diesem Weg hier. Ich wollte gerade sagen, der ist bestimmt irgendwo ein Weg. Ich folge dem jetzt einfach. Und guck, wo ich rauskomme. Hier geht's runter. Was genau passiert hier wirklich? Und warum finde ich das alles so unglaublich interessant, das ist ein Krokodil. Das ist ein Krokodil. Alles klar, jetzt sind es nicht nur Jaguare, sondern auch Krokodile. Das ist nicht sonderlich schön. Habe ich noch einen schwachen Speer? Ja. Krokodile. Crocs. Down. So, guter Treffer. Wir haben jetzt... Es ging nicht anders, es tut mir leid, okay? Die Viecher können echt schnell laufen, wenn sie wollen. Darauf hatte ich jetzt keine Lust. Okay, ein Kaiman. Sorry. Ist, viel genauer gesagt, ist es ein Kaiman. So, ich würde sagen, ich gönne mir. Dann kann ich wieder ein bisschen was grillen, wenn ich ein Lager finde. Es gibt ja bestimmt eins. Wenn nicht, muss ich halt eins bauen. Aber ja, ich habe gerade einen Kaiman erlegt. Cool. Okay, Mia. I have something to tell you, but don't freak out, okay? Ich glaube, ich bin überlastet. Why would I freak out? 54 von 50, well, das ist nicht gut. I might have come across the Cayman. What? Parasiten? Ach, dreckige Hände oder was? Freak out. I'm talking to you, right? Ah. Fine. And what about the Cayman? Wegen dreckigen Händen. Ich habe gerade was mit dreckigen Händen gegessen. Jetzt habe ich Parasiten. Ja. Nothing. Ich muss mich darum kümmern. Ran away. Please don't scare me like okay, that. Das war ein Fehler. But I told you. Okay. Over and out. Natürliche antiparasitäre Eigenschaften. Erhöhter Verbrauch von Mengenelementen. Okay, das ist, was das bewirkt. Cool. Was hat natürliche antiparasitäre Eigenschaften? Okay, ich habe gerade ein bisschen überlegt, was genau antiparasitäre Eigenschaften haben könnte. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe noch nie Pilze probiert. Ich habe noch nie Pilze aufgehoben. Ich werde die jetzt nicht essen. Ich werde das nicht riskieren, bis ich gespeichert habe. Aber ja, vielleicht können mir Pilze weiterhelfen. Vielleicht ist das, was ich tun muss, um hier irgendwie klarzukommen. Ich sollte mich erstmal waschen. Ganz ehrlich, ich muss mich erstmal waschen. Ich habe 5 Stacks Dreck auf mir. Das geht gar nicht. Weil wenn ich dann nochmal was esse, kriege ich nochmal einen Stack Parasiten oben drauf. Das muss nicht sein. Meine Mengenelemente rauschen jetzt schon runter, weil ich nur einen habe. Also ja, mehr als einen habe ich keinen Bock drauf. So, ich bin wieder sauber, jetzt habe ich nur noch das. Vielleicht sind es wirklich die Pilze. Vielleicht habe ich einmal Glück, vielleicht war es ein guter Call. Vielleicht nicht, keine Ahnung, ich brauche ein Lager. Nice, da hinten ist eine Lagerlocation. Perfekt, und hier ist auch ein Brett. Das heißt, auf dieser Insel war schon mal irgendjemand, der versucht hat, hier klarzukommen. Ein Lager. Das ist eine riesige Schlange.
Well, I did read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River. Ah ja. And it took him over 2 years. Das heißt, es war der Typ? Worlds full of passionate people. Das war der Typ in dem Fall. Yeah, I know. But something here doesn't Machete. Add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Ja, das stimmt auch. Yeah. Wieder. So, ich habe jetzt eine Machete. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Nice. Großes Messer. Und schon wieder irgendwas. Über das Insellager. Eine Sekunde, ich muss jetzt mal kurz was probieren. Das interessiert mich jetzt. Habe ich, warte bis das Unrechts weg ist, habe ich einmal in meinem Leben den richtigen Call gemacht? Unbekannter Pilz. Ja, lol, ist das dein Ernst? Ich habe einfach das Erstbeste aufgehoben, was ich gesehen habe. Weil ich habe gedacht, Tabak kann es nicht sein, das ist, glaube ich, antihistaminisch. Dann gibt es noch was anderes, das ist desinfizierend, das ist die Asche. Viele andere Pflanzen gibt es hier nicht. Bis auf dieses Psychotria oder wie das Zeug heißt, was ich für diesen Sirup brauche, den ich getrunken habe. Das kann es ja wohl schlecht sein. Deswegen, weil das hat ja schon eine Verwendung. Aber ich habe noch nie Pilze probiert. Der Pilz war jetzt richtig. Ich wünschte, ich wäre manchmal im Real Life so unglaublich lucky. So. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. Jo, die waren fleißig. I wonder why they do that. To show Will a sign wissen? Of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Ja, das stimmt. Got it. Survival of the fittest. So kann man das auch sagen. So, was haben wir hier? Eine Dose Nüsse. Hier sind so viele Supplies. Ein Tagebuch. Okay, die Yabawaka haben uns angegriffen. Sie können es nicht gewesen sein. Okay, das waren die anderen in dem Fall. Okay. Ja, das war nicht dieser Wanderer-Typ. Das waren wieder die, die die anderen Lager gebaut haben. Die waren auch hier. Okay, irgendwas mit dem Mikroskop. Das war ein Forscher. Das war ein Forscher. Sind das die, die versuchen, diese Medizin zu machen? Ist es das, was hier passiert? Vermutlich schon. Ich sehe gerade, dieses Lagerfeuer ist regengeschützt. Das heißt, ich könnte das anmachen. Und dann das hier braten. Und bumm, das Essen ist fertig. Nice. Dann das und dann das. Eigentlich müsste ich es gar nicht essen. Ich habe es jetzt nur gemacht, damit es länger haltbar bleibt. Weil jetzt hält es 2 Tage, das ist gar nicht schlecht. Und ich kann schon wieder nicht laufen. Ich muss eins davon essen, vergiss es. So, und sofort geht die Ausdauer auch wieder hoch. Nice, mir geht es blendend. Ich speichere einmal kurz. Und dann müsste ich eigentlich auch bald schlafen, aber ich will noch ein bisschen erkunden, was hier hinten ist. Auch wenn es jetzt mitten in der Nacht ist und ich kaum noch was sehen kann. Weil das interessiert mich schon. Und ich habe das auch vorhin falsch interpretiert. Also er zeichnet die Karte nicht ein. Der Teil hier ist halt einfach verbrannt. Da kann man nicht sehen, was da sonst noch so ist. Also ja, ich bin quasi auf mich gestellt. Das ist aber echt praktisch, dass ich das mit den Pilzen rausgefunden habe. Ich meine, wie stehen die Chancen? Das ist doch unglaublich. Ich meine, ich würde ja sagen, hey, das war Skill. Ich habe aus den Farben des Pilzes heraus kombiniert, dass dieser Pilz die einzig mögliche Option ist. Ja, das ist Quatsch. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen gegangen. Jetzt werde ich nicht umkehren. Hier ist tatsächlich ein Weg durch den Dschungel. Alles klar. Ich glaube auch, ich finde jetzt wieder easy zurück zum Lager, weil es ist einfach im Zentrum von dem allen hier. Also ja, das sollte kein Problem darstellen. Hier geht es nochmal durch. Okay, und hier geht's hoch. Ich meine, ich habe gerade so viel Energie. Jetzt zu schlafen wäre quasi Verschwendung. Ich guck, was da oben ist. Weil das interessiert mich brennend. Hier geht's auch nochmal hoch. 2 Kletterstellen hintereinander. Das muss bedeuten, da oben ist was Großes. Okay, was genau ist das hier? Eine Brücke? Nee. Finde einen Weg zur Cenote hinabzusteigen. Okay, Kletterausrüstung benötigt. Das heißt, das hier ist eine Cenote. Also quasi sowas wie ein Sinkloch gefüllt mit Wasser. Ich habe schon wieder... Ja, die ganze Familie ist wieder da. Noch mehr. Das waren nicht alle. Ich habe noch ein Fragezeichen. Wo ist der Rest der Family? Nicht an meinem Bein. Ah, hier. So, das waren jetzt alle. Kletterausrüstung. Wo genau bekomme ich Kletterausrüstung her? Oh, was ist das denn hier? Ist das eine Landebahn? Ja, ne, weil da ist so eine Windfahne.
Ich glaube, ich habe eine Landebahn gefunden. Ja. Yeah, you won't believe this. I just found an airstrip. Jo. Oh, fantastic. Well, what are you waiting for? Radio for help. Lass mich raten. Right, geht on. Nicht. Lass mich raten, es wird irgendwas passieren, damit genau das nicht funktioniert. Weil wahrscheinlich finde ich dann hier die Kletterausrüstung. Und muss mich dann nochmal selbst retten, richtig? Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben ganz am Anfang, ne, als ich verloren gegangen bin, haben wir ein Flugzeug gesehen. Das heißt, das Ding hier war schon aktiv. Hier ist auch noch Licht und alles. Und hier gibt es nochmal Supplies. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Funkgerät. Eine Sekunde, ich will mich hier erstmal ein bisschen allgemein umsehen. Es ist noch nicht vorbei. Das wäre zu einfach. Hey, Instant Coffee. Nice, hier könnte ich schlafen, aber ich kann nirgendwo... Doch, hier kann ich speichern. Das heißt, das hier ist jetzt die nächste Base. Mehr oder weniger. Okay, ich gucke mal, ob das funktioniert, aber ich sage nein. Oh, no signal. Natürlich. Repariere das Funksignal. Man kann ein Funksignal reparieren. Du meinst meine Antenne, Spiel. Ich glaube, das ist, was das Spiel mir sagen möchte, ne? Repariere die Antenne. Kann ich hier hoch? Nee. Das Kabel geht hier rein. Ja, nice. Vorhängeschloss, erforderliche Gegenstände, Schlüssel. Hier muss es irgendwo einen Schlüssel geben, den irgendjemand verloren hat. Die Frage ist nur, wo? Wenn ich ein einsamer Schlüssel wäre, wo wäre ich dann? Wahrscheinlich irgendwo auf dem Boden, wo kein Mensch hinguckt. Hier hinten geht es auch noch weiter. Hier hinten geht es auch noch weiter. Hier ist nämlich noch ein Weg. Ich meine, ey, ich habe gespeichert und ich weiß, ich komme jetzt erstmal da nicht rein, um das Signal zu reparieren. Also kann ich auch einfach weiterrennen. Wie groß ist dieser Bereich? So groß kann der gar nicht sein. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon viel weiter gelaufen als im ganzen Rest dieses Spieles. Aber nee, wir sind anscheinend nicht fertig. Und hier geht es nicht weiter, hier ist eingestürzt. Ja, cool. Okay, weil das ist, glaube ich, auch eine Straße. Das wäre zu einfach, wenn ich einfach die Straße lang gehen könnte. Das ist kein Ausweg. Super, hier ist der Schlüssel also nicht. Oh, ist das dein Ernst? Ich bin dem falschen Kabel nachgelaufen. Es ist nicht das blaue Kabel, es ist das gelbe Kabel. Das führt nämlich zur Antenne. Ich habe schon richtig gedacht, ich habe nur dann das falsche Kabel gesucht. Kann ich das wieder zusammensetzen? Irgendwie jo. Alright, that should do it. Okay, haben wir jetzt wieder ein Signal. Das heißt, ich brauche den Schlüssel gar nicht. Oder vielleicht erst später. Aber trotzdem, es kann nicht so einfach sein, oder? So, Funkgerät benutzen. Das wird nicht funktionieren. Niemals im Leben wird das funktionieren. Wofür ist dann die Höhle da? I need help. Anyone, come in, please. I need help. Anyone, come in, please. Niemand da. Ja, super. Okay. Fucking hell! Ja, das ist relatable. This is Manaus control tower. Over. Oder auch nicht, es ist alles gut. You can hear me. You can really hear me? I need help. Affirmative, keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and okay. Position. Okay. Irgendein Flugfeld mitten im Dschungel. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. Okay. That Jake Higgins? Yeah. Again? Okay. Ist schon ein bisschen genervt, vielleicht hat er mich schon mal geflogen. Over. Okay, ist alles gut? Okay. Are you alone? Es Over. Ist nicht alles gut. There's a girl with me. Mia. Copy. Is there a man with you? Over. Nein. No. There's nobody else here. Are you still there? Nicht gut. Ich glaube, das war kein offizieller Tower. Copy. Just stay where you are. Over. Ich traue der Sache nicht. Ich traue der Sache überhaupt nicht. How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Irgendwas hier ist nicht richtig. Hey, what do you mean by again? Am I in some sort of danger? I mean, what's going on? Ich glaube, ich stehe auf einem nicht ganz so freundlichen Flugfeld. Das ist kein offizielles answer, Ding. Please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. 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 What the fuck was that? Jo, super.
Das hat jetzt nicht wirklich geholfen, ne? Das hat uns überhaupt nicht nach vorne gebracht. And the radio is working. Help is on the way. Da liegt der Schlüssel. Der ist rausgefallen, als das Ding gehauen hat, oder? They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe. Und sie spricht es überhaupt nicht an. Hey. Since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. No, I won't leave you behind. Sie gehört zu denen hier, die das alles hier gebaut haben, richtig? Das ist mein Call. Only thing you will find here is disappointment. Ja. You don't need me anymore, Jake. Sie will, dass ich alleine gehe. Das wird nicht passieren. Stay where you are and wait for help. Ich glaube aber, die Hilfe will mir nicht helfen. Das ist das Problem. No, Mia, talk to me. Where are you? Mia, come in. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Sie besteht drauf. Please. God damn it, say something. Hätte ich jetzt, finde Mia. Ich wollte gerade sagen, hätte ich jetzt die Wahl hier zu warten oder sie zu suchen. Ich hab die Wahl. Ich hab die Wahl. An der Landebahn auf Hilfe warten, Fragezeichen, Fragezeichen. Oder finde Mia. Ich hab die Wahl. Mia, come in, please. Aber ich will wissen, was hier abgeht. Mia, come in, please. Die ist nicht da. God damn it, don't leave me. Sie wird nicht antworten. Please come in. Mia. Das, oh, ups, wollte ich nicht. Are you there? Ja, das ist sinnlos. Ja, das ist sinnlos. Okay, hier gibt's Kletterausrüstung. Nice, das heißt, das ist jetzt endlich möglich. Jay Higgins, Sitzplatz Passagier. Okay, das heißt, für mich ist sogar ein Platz vorgebucht. Oh, aus dem Jahr, was ist das hier? Help is on the way. Come in. Ja, Militärration. Die haben militärisches Zeug hier. Es ist unglaublich. Please, Mia. Wie lange kann ich das noch drücken, bis er aufhört? Mia, come in, please. Okay, das wird nie aufhören. Das ist ein Kreislauf. So. Alvarez. I've spotted a fire northwest from the Delta Camp. So far, I've determined that there are around 6 people on the island. At least one is a child. So I'm guessing these are refugees from the city. I watched them. Was haben die hier gemacht? For now the group doesn't pose any threat to the mission. I suppose they feel safe on the island and are likely to stay there. I don't think they have any useful information. So there's ja, die haben versucht, diese Medizin zu machen, ne? Diese Immunität irgendwie zu replizieren. Das ist hier passiert. Ende des Berichts. Ja, okay, ich könnte das noch Ewigkeiten machen. Aber bringt ja niemandem was. Und die sind natürlich von Omulu. Natürlich sind das Abteilung Feldprojekte, Philip Smith. Wir erinnern Sie an Ihre Pflicht, sämtliche unbekannte Spezies aus Flora und Fauna zu untersuchen. Okay, wir erwarten in Zukunft mehr Pakete. Das heißt, die haben das hier rein und raus geflogen, diese Omulu Corporation. Okay, 2 Proben jedes Exemplars. Das erste wird vor Ort untersucht, das zweite wird gut gesichert, verpackt, klar beschriftet, per Flugzeug verschickt. Schlamperei wird nicht toleriert. Ja, das riecht nach einer großen Corporation. Ich esse mal, warte, ich esse mal den Snack. Er hat hoffentlich auch dieses Militärding Platz. Ah, ich wollte gerade sagen, ist das genießbar? Und nee, jetzt habe ich's. Okay. Das heißt, die hatten hier, ja, die hatten Tauchausrüstung und noch eine Karte. Yes. Okay, falsche Taste. Aber das ist doch. Ah nee, es gibt noch eine zweite. Okay, das heißt, das ist jetzt der abgebrannte Bereich dieser Karte. Okay, hier oben geht's dann noch irgendwo hin. Hier geht's wahrscheinlich dann runter. Ja, genau, hier geht's runter zum Cenote. Und ab da geht's dann wahrscheinlich weiter. Und hier ist noch irgendwas eingezeichnet. Das heißt, hier gibt's noch einen Bereich, wo ich noch gar nicht war. Okay, er ist noch nicht ganz ausgeschlafen. Wir haben jetzt 12 Uhr mittags. Aber ich will nicht mehr Tageslicht verlieren. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, aufzustehen. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Green Hell. Mia will nicht, dass ich sie mitnehme, weil, und wie gesagt, das ist mein Call, sie hier mit drin steckt, was auch immer hier passiert, sie ist Teil davon. Und
keine Ahnung. Ich renne jetzt mal in die Richtung, vielleicht finde ich noch irgendwas Neues. Sie ist Teil davon. Und will hier bleiben, weil sie vielleicht noch irgendwas Wichtiges zu tun hat. Ah, ja, hier war diese Straße. Weil sie irgendwas Wichtiges zu tun hat, weil sie hier noch nicht fertig ist. Was ist, ja? Calls. Wenn sie ist ja krank und wir haben wenig Geld. Was ist, wenn sie einen sehr profitablen Deal mit der Omulu, heißen die so, mit der Omulu Corporation eingegangen ist? Sie geht hier hin mit mir unter dem Vorwand, nochmal eine Forschungsreise zu machen, trennt sich dann von mir. Ich habe wieder Egel an mir, ist egal, ich habe sowieso gespeichert. Trennt sich dann von mir und führt dann die Omulu Corporation zu diesem Stamm. Im Gegenzug erhält sie die Medizin und wir erhalten das Geld und es wird nie wieder drüber gesprochen. Das ist meine Theorie. Und dann hat sie vielleicht irgendwie Panik bekommen, weil irgendwas schiefgegangen ist und hat mich gerufen. Dadurch bin ich ja mit reingerutscht, jetzt bin ich im Weg. Jetzt hat sie die Chance, mich irgendwie aus dem Weg zu schaffen, indem sie mich hier warten lässt auf Hilfe. Aber das wird nicht passieren. Ich werde sie finden, ich werde rausfinden, was hier wirklich vor sich geht. Und dieses Spiel wird immer besser. Das Spiel ist echt gut, die Story ist echt gut gemacht. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr da ein bisschen Like-Button aufs Maul zauern. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Oh yes. Wie hat das nicht getroffen? Okay, ich bin enttäuscht, ich kann nicht werfen.